Metal-Leute, Servus und willkommen beim Drachen. Ich vermute mal, ihr seht es schon in der Videobeschreibung. Heute geht es um drei Punkte. Drache, das ist mein Leben. Um Christina Grimmi und um den Webvideopreis. Ich fange vorne an bei Drache, das ist mein Leben. Dann gehen wir über diese Christina Grimmi. Und dann gehen wir über zum Webvideopreis, denn das hängt in dem Fall für mich alles zusammen. Ich hoffe, ich kann es auch so erklären, dass es nicht zu ausschweifend wird, aber geht schon mal davon aus, beziehungsweise habt ihr vermutlich schon gesehen, das Video wird wahrscheinlich wieder 20 Minuten sein, gehe ich zumindest von aus. Ähnlich wie bei meinem Dragon Monday werde ich es hier so machen, dass ich erst einen Punkt aufnehme, dann den zweiten, dann den dritten und das zusammenschneide. Ich glaube, das ist wesentlich geschickter für mich und auch für euch, weil ich dann hinterher, wenn irgendwas nicht gepasst hat oder mir irgendwas nicht gefallen hat, die ganze Aufnahme nochmal neu starten kann. Also wundert euch nicht, wenn ich mal anders da sitze oder die Beleuchtung plötzlich anders ist oder die Kamera anders steht. Drache, das ist mein Leben, war als Format geplant oder überlegt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass es nur darum ging, und das kann ich in meinen Vlogs oder hier in dem Video jetzt genauso gut erklären. Es ging unter anderem darum, dass ich nie vorhatte, bekannt zu sein, groß zu sein. Ich wollte nie in einer Größenordnung stehen, leben, sein, der man immer in der Öffentlichkeit steht. Für mich war es schon als sehr junger Mensch, der ich damals war, war es für mich schon ein sehr großes Anliegen, meine Anonymität zu wahren. Um ehrlich zu sein, war mir alles damals zu viel. Anonymität war, also ich hatte ja eine sehr schwere Jugend, muss man ja dazu sagen, das wissen ja viele schon, wissen viele auch noch nicht, die vielleicht neu dazugekommen sind. Ich hatte eine sehr schwere Jugend. Ich habe auch vor kurzem jetzt die Nachricht bekommen, mach doch mal ein Draw My Life. Tatsächlich habe ich das schon mal überlegt, aber ein Draw My Life zu machen, um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob ich das machen kann oder nicht, weil ich bin ein sehr, sehr schlechter Zeichner. Wie ich das genau umsetze, wüsste ich noch gar nicht. Müsste ich mir überlegen. Letztlich wollte ich jetzt darüber sprechen, dass es für mich schon als sehr junger Mensch offensichtlich war von Musikern, von Stars, von Leuten, die man im Fernsehen sah und dann auch irgendwelche Berichte oder so über diese sah. Für mich war es schon sehr, als sehr junger Mensch sehr offensichtlich, dass diese Menschen zwar oft glücklich aussehen, aber halt auch oft sehr viel Stress mit diesem Ruhm, mit diesem Fame, mit dieser Bekanntheit, sucht euch ein Wort aus, anheim ist oder anheimkommt. Ruhm hat seinen Preis. Das ist etwas, was sehr viele immer wieder vergessen oder sehr viele auch immer gerne verdrängen. Viele junge Menschen, es gibt Menschen, die wollen heutzutage, früher wollten die Kinder Feuerwehrmann werden oder Polizist oder Krankenschwester oder Prinzessin oder Ritter. Ich nebenbei wollte Ritter werden. Wobei ich einen wirklichen Wunsch nie in die Richtung hatte. Ich hatte Träume, die ich verwirklichen wollte, die sich natürlich irgendwann im Laufe der Zeit, wenn man älter wurde, ein bisschen aufgelöst hatten. Mittlerweile ist es so, dass die Kinder Musiker werden wollen. Filmstar. Oder eine der beliebtesten Sachen mittlerweile wirklich tatsächlich YouTuber. Von den drei Aussagen, Musiker, Filmstar und YouTuber, ist letzteres die Möglichkeit am wahrscheinlichsten, dass man Erfolg damit hat. Aber dennoch, so wie ich damals, haben viele von euch vielleicht noch nicht die Tücken dieser ganzen Welt erfahren oder noch nicht mitbekommen. Obwohl, und ich muss dazu sagen, obwohl ich damals eigentlich mir schon dachte, beziehungsweise schon wusste, dass das sehr schnell nach hinten losgehen kann, und ich hatte damals, als ich angefangen hatte, Angst, wenn ich wirklich bekannt werden würde dadurch, ich zum Beispiel auf Events einfach nicht mehr headbangen kann. Und das hört sich jetzt banal an, aber es ist wirklich so. Ich habe damals immer so die Fantasie gehabt, dass ich mir quasi Bodyguards mitnehmen müsste, wenn ich da tanze oder headbange, einfach damit ich ein bisschen Platz zum Headbangen habe. Und tatsächlich ist das letztes Jahr auf dem Summer Breeze tatsächlich der Fall gewesen. Ich konnte nicht wirklich headbangen, weil so viele Leute da waren oder mich teilweise auch bedrängt hatten. Bestes Beispiel ist das letztjährige Fantreffen. Es ist nun leider wirklich so, dass es nicht so einfach ist, diese ganze Sache zu bewältigen und zu bewerkstelligen. Ich hatte damals durchaus gewusst, und das war auch der Grund, warum ich nie bekannt sein wollte, so zynisch und so dumm, wie sich das mittlerweile in meiner jetzigen Situation anhört. Ich wollte nie in einer Größenordnung spielen, in der ich jetzt bin.
oder in der ich vielleicht noch in einem Jahr bin oder in einem Jahr vielleicht sein werde. Weil ich denke, in einem Jahr werde ich eine wesentlich größere Ordnung noch haben, vorausgesetzt, ich mache bis dahin weiter, was ich mittlerweile durchaus vorhab. Denn die Sache ist die, ich mache meine Videos sehr gerne. Es macht mir Spaß, euch zum Lachen zu bringen. Es macht Spaß, wenn ihr über mich lacht oder mit mir lacht, je nachdem was. Und hierzu muss ich ein kurzes Beispiel sagen. Es war damals ein sehr gutes Gefühl. Ich habe mit einem Kumpel damals ein Video von mir angeschaut, beziehungsweise ich habe es ihm damals über Skype geschickt. Wir hatten uns dann über Skype getroffen, beziehungsweise gesprochen. Und er hat sich das Video angeschaut. Und damals war es, das war eines meiner ersten Videos noch. Das habe ich leider, das gibt es leider nicht mehr. Ist auch leider noch vor der Hater-Zeit gewesen. Das heißt, es gibt es auch leider wirklich gar nicht mehr. Weil ich das durch einen Fehler damals mit 12 Videos oder was, oder 13, 20 Videos, was ich damals hatte, hatte ich alle gelöscht. Leider. Ich habe damals mein altes Wohnzimmer abgefilmt, die Tür. Und ich habe ja diesen Mantel, den kennt ihr ja vielleicht, diesen Mantel vom Drachenbaden mit der Mütze. Diesen Herr der Ringe-Mantel. Und ich habe damals diesen Stab mit dem Drachenkopf gehabt. Ein paar ältere Zuschauer wissen, was ich meine. Und ich bin damals mit dem Stab, mit meinem Schwert und diesem Mantel durch die Tür gekommen, bin auf die Kamera zugegangen und habe irgendwas gesagt. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wofür dieses Video war. Aber irgendwas habe ich dafür gesagt. Das war irgendeine Ankündigung oder irgendwas. Und so in diesem Stil wollte ich damals meine Videos weitermachen. Leider ist es dazu nicht mehr gekommen und das habe ich dann auch nach und nach in den letzten Jahren immer weiter vernachlässigt und immer weiter nach hinten geschoben. Letzten Endes ist es völlig idiotisch, denn wenn man irgendwas lernen will, dann lernt man es auch, wenn man sich wirklich Zeit nimmt und Mühe macht und Mühe gibt. Jedenfalls hat mein Kumpel das damals angeschaut. Ich war bei ihm im Skype dabei. Hab's gehört und dann meinte er so, was ist denn das? Und hat voll angefangen zu lachen und dann hat er plötzlich prustet er los. Ey, da kommt ja jemand rein. Und dann hat er mich da reinkommen sehen mit dem Mantel und alles. Und der ist so abgebrochen. Und das war so ein gutes Gefühl, ihn zum Lachen zu bringen, weil das Video genauso geplant war. Es war dafür gedacht, dass die Leute lachen können. Und ich habe kein Problem damit, ob ihr über mich oder für mich lacht, also ob ihr über mich oder mit mir lacht quasi, sondern im Gegenteil, es macht mir Spaß, Menschen zum Lachen zu bringen. Und wenn ihr über meine Videos lachen könnt, egal welche Videos es sind, dann habe ich mein Ziel erreicht, dann erreiche ich mein Ziel auch weiterhin. Viele beschweren sich über meine Let's Plays, doch meine Let's Plays sind Sachen, die mir sehr gut gefallen, die ich sehr gerne machen möchte. Sie sind ein Teil von mir und gehören mit zu meiner YouTube-Karriere. Ich habe ursprünglich mit Headbanger-Videos angefangen, bin dann über die Let's Plays auch irgendwann zum Thema Vlogging gekommen. Und so ist meine YouTube-Geschichte gewesen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich habe beschlossen gerade, dass wir vielleicht 10 Minuten pro Abschnitt machen. Das kommt zwar eigentlich erst im Thema Webvideopreis kurz dran, aber ich sage es hier trotzdem nochmal, weil das zum Thema gerade passt. Aus dem Webvideopreis haben die guten Jungs von YTD gesagt, aus großer Reichweite folgt große Verantwortung. Ich möchte euch zum Lachen bringen, ich möchte Videos für euch machen, aber diese Verantwortung möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, was andere, was jüngere Menschen letzten Endes machen. Leider ist es wirklich so, das wurde bei einem anderen YouTuber angesprochen. Leider ist es wirklich so, dass viele jüngere Menschen sich uns, also die YouTuber, zum Vorbild nehmen. Etwas, das meiner Meinung nach definitiv nicht der Fall sein darf. Letzten Endes ist genau das ein Fehler. Doch leider wird sich das nicht ändern. Leider wird das nicht anders sein. Die Jüngeren wollen ein Vorbild. Es hat sich nie geändert und es wird sich auch nie ändern. Die jüngeren Menschen brauchen ein Vorbild. Fazit: Ich wollte nie bekannt sein. Ich möchte es auch heute noch nicht. Aber ich möchte trotzdem meine Videos machen. Es gefällt mir, wenn andere lachen können, sei es mit mir oder über mich. Und es macht mir sehr viel Spaß, für euch die Videos zu produzieren. Letztlich ist die Aussage, die ich heute in dem Video hier getroffen habe, was mein Drache, das ist mein Leben betrifft. Eigentlich ist es eine Aussage, die, mit der ihr nicht wirklich viel anfangen könnt, aber vielleicht hat der eine oder andere verstanden, in welcher Zwickmühle ich mich befinde. Ich möchte nicht größer werden, ich möchte nicht populärer werden,
Auf der anderen Seite möchte ich aber größer werden, weil ich damit mehr Menschen erreiche, die dann darüber lachen können, die Spaß haben, denen es vielleicht im Leben nicht so gut geht, die aber dann durch meine Videos fröhlicher werden können oder halt mehr Spaß haben im Leben. Und sei es nur, wenn sie einem kleinen dummen Idioten zuschauen können, wie er sein Leben versemmelt. Und zum Abschluss dieses Abschnitts hier: Ich möchte in Zukunft mein Privatleben immer weiter zusammendrücken. Sprich, ich möchte mein Privatleben in einen engeren Kreis ziehen. Freunde, sehr ausgewählte Freunde, die ich mittlerweile so schon habe. Es gibt nur eine Handvoll von Menschen, denen ich vertraue. Und so soll es auch bleiben. Ein Zitat von den Onkels ist: Zähl die wahren Freunde auf einer Hand kannst du sie zählen. Nur die wahren bleiben stehen, glaube ich. Irgendwie so ging der, ich habe es nicht genau im Kopf. Jeder, der sich Kumpel nennt, auch wirklich Kumpel ist. Auf einer Hand kannst du sie zählen. Nur die wahren bleiben stehen. Der Rest ist weg und lässt dich sitzen. Glaub mir, du wirst es sehen. Das werfe ich jetzt hier kurz nachher ein. Das war jetzt eigentlich so nicht geplant. Das war nicht von den Onkels, sondern von Freiwild. Und ja, das wollte ich nur mal kurz sagen. Außerdem, tut mir den Gefallen und lass diesen Schwachsinn, mir so einen Scheiß vorzuwerfen, von wegen, ja, Freiwild ist Nazi-Zeug. Ja, das ist, erstens mal sind es Tiroler, ja, und keine Deutschen. Ja, Österreich, Nazi-Gedöns haben wir oft genug schon gehabt. Brauchen wir nicht drüber reden. Warg, böse Onkels, Freiwild, lasst's einfach. Ja, wenn ihr keine Ahnung habt und euch mit der Materie nicht beschäftigt, lasst's einfach. Ich werde überlegen, wie ich es mit meinen Autogrammkarten mache, aber es wird vermutlich, sobald die Autogrammkarten, die ich noch habe, weg sind, keine neuen mehr geben. Das liegt einfach daran, nicht weil ich arrogant bin, sondern einfach, weil ich zum einen diese Sache viel zu früh angefangen habe, einer der Gründe, warum ich auch als arrogant bezeichnet werde. Und eine andere Sache, ich hatte nie vor, Autogrammkarten oder sowas zu machen. Das war damals etwas, was mir sehr gut gefallen hat, was aber auch sehr viele Leute sich gewünscht haben. Letztlich bin ich dann auf den Autogrammkarten sitzen geblieben, bis auf ein paar wenige, was ich im letzten Endes sehr schade fand. Das gleiche gilt für die Poster. Ich habe damals mehrere Umfragen gemacht. Die Hater haben diese Umfragen manipuliert. Ich bin davon ausgegangen, ich kann der Umfrage vertrauen, habe die Autogramme oder habe die Poster gemacht und sitze nach wie vor mittlerweile auf über 1500 Postern rum. Deswegen finde ich das überaus schade. Gut, das war's mit dem Abschnitt. Falls ihr noch Fragen oder so habt, schreibt mir das in die Comments, dann mache ich gerne noch eine zweite Folge. Willkommen zum zweiten Abschnitt. Ich weiß nicht, wie lange dieser hier wird. Ich werde auch ein bisschen hier ausschweifen. Christina Grimmi ist eine YouTuberin aus den USA, die mit Gesang, also quasi eine Musikerin ist, die mit Gesang ihre Videos machte. Ich persönlich muss sagen, ich kannte sie vorher nicht oder zumindest nicht groß. Ich glaube, ich hatte sie sogar abonniert, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe so viele Musiker abonniert. Was ich über die Sache weiß: Ich weiß, dass sie anscheinend in den USA ein Konzert gegeben hat. Nach dem Konzert, das auch anscheinend sehr gut lief und alles, also sie hatte anscheinend auch einen schönen Tag und alles, soweit ich da informiert war. Oder was ich halt dann so aus anderen YouTube-Videos mitbekommen habe. Sie war anscheinend sehr glücklich, hatte einen schönen Tag. Er hat auch ein Konzert gegeben, was auch sehr gut lief. Und danach hat sie noch Autogramme gegeben. Offenbar ist ein Passant mit einer Waffe in das Konzert gekommen. Warum auch immer er da bei den Amis. Das ist natürlich wieder so diese typische Sache mit den Amis und so mit den Waffen. Aber anscheinend kam er mit einer Waffe in das Konzert und hat anscheinend nach dem Konzert ihr bei der Autogrammstunde mehrfach, naja, wohin er geschossen hat, weiß nicht, ob es in dem Bauch war. Jedenfalls hat er sie halt mehrfach angeschossen. Ihr Bruder hat sehr vorbildlich und sofort reagiert, hat den Angreifer anscheinend auch sofort umgetackelt. Allerdings hat sich der Passant bzw. der Angreifer dann selbst mit der Waffe noch erschossen, denn sie starb anscheinend noch auf dem Weg ins Krankenhaus. Oder im Krankenhaus, da gingen jetzt die Meinungen oder besser gesagt die Aussagen auseinander. Es ist mittlerweile auch bekannt, wer es war und soweit ich weiß auch mittlerweile das Motiv. Werde ich allerdings hier weder ansprechen, noch weiß ich sie momentan selbst. Also ich habe mich darüber auch nicht wirklich weiter informiert. Ich habe nur mittlerweile festgestellt, dass es ein paar angesprochen haben und ich dachte, das ist ein Thema, das ich auch mal ansprechen sollte, da das, und jetzt kommt's, mich auch wieder betrifft. Denn um ehrlich zu sein, warte ich. Ich meine, in Deutschland ist es wesentlich schwieriger, sowas durchzuziehen. Ja, in den USA wäre ich vermutlich schon längst abgeschossen worden und irgendwo in der Prärie vergraben worden, wenn man meine Hater, meine aggressiven Idioten hier bedenkt.
Aber Tatsache ist es wirklich, dass ich auf solche Aktionen bei mir auch schon warte, dass wirklich jemand mit einem Messer oder mit einer Waffe wirklich mal hierher kommt und mich wirklich angreifen will oder mich gar über den Haufen schießt. Viele sagen immer, ja, du wirfst mit Steinen, du wirfst mit Axt und so weiter und so fort. Es gibt aber einen Unterschied zwischen euch und mir. Zum einen bedroht ihr mich in meinem Umfeld, in meinem Lebensraum, in meinem eigentlich geschützten Zuhause bedroht ihr mich. Und das kann keiner schönreden. Es ist eine Bedrohung, wenn fünf oder mehr Leute hier auftauchen, hier abgehen, am Tor rütteln und was weiß ich alles. Es ist eine Bedrohung. Ich sehe das als Bedrohung, weil es etwas ist, was mein Leben gefährdet, meiner Ansicht nach. Das kann sich von euch keiner vorstellen, was das teilweise wirklich für, ja, kranke Fantasien auslöst. Versteht mich nicht falsch, ich habe an sich keine Angst vor sowas. Und das ist jetzt wieder ein anderer Punkt, den hätte ich vielleicht im anderen Thema ansprechen können, aber ich spreche ihn jetzt hier mal an. Ich habe definitiv keine Angst vorm Sterben. Und das ist auch kein Witz oder so. Viele sagen immer, ja, das sagst du jetzt dazu. Das ist völliger Bullshit. Ich habe keine Angst vorm Sterben. Ich hatte nie Angst vorm Sterben. Im Gegenteil, der Tod ist eine weitere Reise, die nach dem Leben auf uns alle wartet. So sehe ich das zumindest. Allerdings ist es auch so, dass halt dennoch meine Reise hier meiner Meinung nach nicht durch eine Kugel, nicht durch eine Waffe oder sonstiges beendet wird. Vielleicht werde ich irgendwann krank und sterbe an einer Krankheit. Oder ähnlich wie mein Vater und mein Großvater vor ihm an Krebs. Oder an was ganz anderem. Vielleicht sterbe ich auch an Altersschwäche, wer weiß. Aber ich denke, sowas wie eine Kugel, ein Messer oder ähnliches sind etwas unnatürlich. So, tut mir leid, wieder schlechte Beleuchtung. Ich muss mal kurz zwischengrätschen. Das, was jetzt gleich kommt, der Absatz, den ich gesprochen habe, das ist wieder mal das perfekte Beispiel dafür, wie komplex ich denke. In unserer Zeit sind wir zivilisiert, in Anführungszeichen. Sowas wie Revierkämpfe und so weiter gibt es bei den Menschen nicht. Aber mein Gedankengang war folgender. Irgendjemand schreibt in die Kommentare, ja, unnatürlicher Tod mit Waffen und so weiter. Wir Menschen haben Waffen. Die Tiere haben keine Waffen, aber ihre Waffen sind natürlich ihre Klauen, ihre Zähne und so weiter. Da stirbt auch einmal einer von der gleichen Art wegen am Revierkampf und so weiter. Das haben wir Menschen nicht nötig, sowas machen wir nicht. Aber mein Gedankengang war, dass irgendjemand sowas in die Kommentare schreibt, was wahrscheinlich völliger Bullshit ist. Das würde niemals jemand machen, außer vielleicht, weil ich es jetzt gesagt habe. Aber mein Gedankengang war da schon wieder so weit, dass ich schon wieder an die Kommentare gedacht habe, was ich da in die Kommentare lesen werde. Und deswegen habe ich das angesprochen, weil ich quasi dem Ganzen schon vorbeugen wollte. So genau funktioniert mein Kopf. Das heißt, ich habe quasi, während ich spreche, schon darüber nachgedacht, was die Reaktion dabei sein wird. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe oder ob es jemand versteht, aber genau so denke ich. Ich denke schon über tausend verschiedene Möglichkeiten und Gedanken nach, was da passiert ist. Das habe ich jetzt erst beim Schneiden im Nachhinein gemerkt. Als ich das gesagt habe und als ich gesprochen habe, habe ich das gar nicht gemerkt. Wie gesagt, sowas merke ich erst im Nachhinein. Natürlich könnte man jetzt sagen, in der Natur sterben auch viele Lebewesen, weil sie halt quasi auch den Kampf des Überlebens kämpfen. Auch teilweise gegen die eigene Art. Aber die Sache ist die, dass das immer Revierkämpfe sind oder ähnliches. Wenn es um Revierkämpfe geht, ging es eigentlich hier um mein Zuhause. Aber das ist jetzt. Ich hole zu weit aus, tut mir leid. Letztlich geht es darum. Das Mädchen wurde mehrfach angeschossen. Ich weiß nicht, wie viele Schüsse es waren. Jedenfalls starb sie, wie gesagt, entweder noch auf dem Weg ins Krankenhaus oder selbst im Krankenhaus. Da gingen die Meinungen jetzt, die ich gesehen oder mitgekriegt habe, auseinander. Es ist so eine Sache, viele schreiben immer, und das ist jetzt nämlich der letzte Punkt, auf den ich eingehen will. Viele schreiben immer in die Kommentare, hoffentlich stirbst du, du stirbst, geh sterben und so weiter und so fort. Ein Mensch stirbt nicht so leicht, das ist mal das Erste. Auf der anderen Seite ist das menschliche Leben oder generell das Leben im Allgemeinen eine sehr zerbrechliche, hört sich kitschig an, es ist eine sehr zerbrechliche Blume, die im Winter vereist. Ist ein blöder Vergleich, aber ich denke, ein paar wissen zumindest, was ich sagen will und dann ist es mir schon wieder die Aussage wert gewesen.
einem anderen Menschen den Tod zu wünschen, ist meistens und vor allem meiner Ansicht nach etwas, das nur Feiglinge und schwache Menschen können. Und jeder, der das gerade in die Kommentare schreibt oder schon woanders in die Kommentare geschrieben hat, bei mir oder sonst wo, das sind alles Menschen, die keine Ahnung haben, wie es ist, so etwas zu lesen. Am Anfang denkt man sich nichts dabei. Irgendwann liest man es aber immer öfter und immer öfter und immer öfter. Und irgendwann fängt man an daran zu zweifeln, ob man überhaupt das Recht hat zu leben. Es gibt in der Geschichte der Menschheit mehr als ein Beispiel, vor allem in den letzten Jahren, für Mobbingopfer und für Menschen, die unter Mobbing leiden und gelitten haben, die unter anderem auch dann mit Waffen anfingen, in Schulen rumzuballern, Unschuldige über den Haufen zu schießen oder auch eben nicht Unschuldige. Denn der Punkt ist nämlich der, jeder von euch, der einen anderen Menschen mobbt, ist schon schuldig dessen, was passiert danach. Hin oder her, langer Fakt, kurze Aussage. Viele werden sich in den Kommentaren heute wieder beschweren, weil sie nicht verstehen, was ich mit diesem Video hier aussagen möchte. Also tut mir wirklich den Gefallen. Denkt genau darüber nach, was meine Aussage hier bedeutet. Denn ich widerspreche mir nicht. Vor allem, weil ich mehr Aussagen getroffen habe als irgendwelche Erklärungen. Und es ist letzten Endes ein Versuch, euch zum Nachdenken anzuregen. Also anstatt irgendwelche Kommentare zu schreiben, die hinterher sowieso völliger Bullshit sind und die einfach keinen interessieren, denkt genau nach und erst dann schreibt. Denn solche Aussagen wie "lösch dich, bring dich um, geh sterben", das sind Sachen, über die ihr null nachgedacht habt. Ihr habt da keine Sekunde drüber nachgedacht und habt das in die Kommentare geschrieben. Warum? Einfach weil ihr das denkt, dass andere das auch schreiben. Ich rede jetzt mal ohne Umschweife. Ich habe auf YouTube noch viel vor. Ich habe vor, auf YouTube etwas zu ändern. Und zwar viel. Ich habe auch vor, etwas Größeres auf YouTube zu machen, einzurichten und zu erreichen. Vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, was passiert oder was ich anspreche. Tatsächlich ist es momentan noch so, dass diese ganze Sache noch null und nichtig ist. Es ist noch nicht in Planung, es ist noch nicht angefangen, aber es ist etwas, an dem ich schon etwas arbeite und über das ich schon nachdenke, über das ich auch schon mit anderen Usern gesprochen habe. Eine einzige Aussage trifft's. Haltet zusammen und hatet niemanden. Viele gegen einen ist immer so eine Aussage, was jeder kann. Doch einer gegen alle ist etwas, was nur wenige können. Ich stehe alleine gegen alle und alle stehen zusammen gegen mich. Die Frage ist, wer ist der Mutigere? Ich, der alles riskiere. Ich riskiere mein Leben. Ich riskiere, also nicht im Sinne von, ich riskiere mein Leben, dass ich morgen umfalle, sondern ich riskiere mein Leben im Sinne von mein Haus, meine Umgebung, alles. Meine Freunde, meine Familie, meine Verwandten, meine Nachbarn, alles. Ich riskiere meine ganze soziale Existenz, um meine Videos zu machen, um das zu machen, was ich machen möchte. Kurzum, ich kämpfe für meinen Traum und das ganz alleine. Wenn irgendwelche anderen YouTuber dieses Video hier sehen, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Denn letzten Endes ist es eigentlich eine Sache, die wir alle brauchen. Und das ist Rückhalt. Mittlerweile durch Snapchat, durch Instagram, kriege ich von vielen meiner Zuschauer Rückhalt. Und das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das ist ein unglaublich schönes Gefühl, von meinen Zuschauern Rückhalt zu bekommen. Das hatte ich bis vor kurzem gar nicht. Ich hatte von fast jedem meiner Zuschauer nur Hate-Kommentare. Oder nur Kommentare wie "du bist schlecht". Es waren nur vereinzelte Kommentare dabei wie "halt durch, du schaffst das". Mittlerweile fangen diese Kommentare allerdings an, so gewaltig zuzunehmen, dass sie einfach Überhand nehmen. Es wird mittlerweile wirklich besser und ich finde das sehr schön, dass es besser wird. Ich hoffe wirklich, dass wir zusammen was erreichen können, denn genau so funktioniert die Welt. Man schafft nichts alleine, nichts auf dieser Welt. Man muss zusammenhalten. Und ich versuche euch das eigentlich schon seit Jahren klar zu machen. Ich hoffe, dass es mir auch gelingt. Gut, hier jetzt im letzten Abschnitt des Videos. Ich weiß nicht, ich bin im letzten Abschnitt wahrscheinlich sehr viel abgeschweift, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass die Botschaft ankam. Wie gesagt, anstatt irgendeinen Blödsinn in die Kommentare reinzuschreiben, denkt darüber nach, was ihr schreibt und denkt darüber nach, was genau ihr schreibt. Denn
Um ehrlich zu sein, ihr blamiert euch mit sinnlosen und unausgereiften Kommentaren selbst. Der Webvideopreis, unser letzter Punkt heute. Ich fange mit der Aussage an, die ich vorhin schon getroffen habe. Aus großer Reichweite folgt große Verantwortung. Jeder von euch weiß, dass ich selbst das schlechteste aller Beispiele dafür bin. Es gibt von mir Nacktbilder, die ich unachtsamerweise damals auf meiner E-Mail-Adresse nicht gelöscht habe, die dann später auch öfter aufgetaucht sind, weil ich auch mit Menschen das geschrieben habe und dann diese Menschen mich betrogen haben. Vielleicht das Ganze auch sogar noch für Geld. Weiterhin finde ich es sehr schade, dass manche Menschen dieses Ganze brauchen als Kick. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sehr schade, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Ich möchte selbst keinerlei Vorbild sein. Auf der anderen Seite muss man bedenken, und hier zitiere ich gerne den Satz von Scrubs: Manche wollen kein Vorbild sein, ohne zu ahnen, dass sie schon viele Jahre ein Vorbild sind. Oder schon lange Zeit ein Vorbild sind. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Mir ist klar, dass ich für Jugendliche oder für viele Jugendliche ein Vorbild bin. Ich persönlich habe immer gesagt, nehmt euch mich nicht als Vorbild, speziell weil ich solche Aktionen abziehe. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Sex für mich definitiv kein Tabu ist. Weder das Schreiben noch Ähnliches. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass es für mich logischerweise auch ein Tabu gibt, wenn es um jüngere Menschen geht. Denn in einem gewissen Alter sollte man definitiv noch nicht über sowas nachdenken müssen oder über sowas groß handeln. Jetzt bin ich abgeschweift wie sonst was, aber letzten Endes geht es genau darum. Die Jugend sollte behütet werden. Die Jugend sollte sowas nicht erleben müssen. Leider ist es halt wirklich so, dass in manchen Familien das vorkommt, dass die Mama oder der Papa nicht mehr da ist. Manchmal wirklich durch eine unglückliche Fügung des Schicksals, nenne ich es jetzt mal, oder wirklich dadurch halt einfach, dass Mama und Papa sich nicht mehr verstehen. Ich persönlich bin kein Scheidungskind. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, ohne Eltern aufzuwachsen oder ohne Vater oder ohne Mutter. Es gibt Menschen, die wachsen lediglich bei ihren Großeltern auf, manche wachsen im Heim auf. Auch ich kannte damals ein paar Schüler, die nur im Heim aufgewachsen sind. Aber nach dieser einen Aktion, und das war eine Aktion, die übrigens mich bis heute sehr geprägt hat, habe ich angefangen, mehr darüber nachzudenken, auch mehr über den Sinn des Lebens nachzudenken, und das in einem Alter von 8-9 Jahren. Und bis heute bin ich eigentlich nur zu einem einzigen Schluss gekommen, dass die Welt, so wie wir sie kennen, einfach nur grausam ist, gleichzeitig uns aber, wie ich glaube, oder was ich glauben muss, um weiterzuleben, uns auf eine weitere Existenz erheben möchte. Sie möchte uns auf einen weiteren Weg vorbereiten. Zurück zum Webvideopreis. Ich persönlich möchte kein Vorbild sein, wollte es nie, doch ich bin es nun mal einfach, ohne dass ich es weiß oder ohne dass ich es lange Zeit wusste. Mir war bis vor einem Jahr eigentlich gar nicht klar, dass ich überhaupt ein Vorbild sein kann. Mittlerweile, auch durch Familie, ist es mittlerweile zu einem Punkt gekommen, in dem ich sagen muss, ich muss mittlerweile versuchen, einfach ein Vorbild zu sein, einfach für gewisse Sachen, die sich auch in meinem privaten Leben ereignen und die halt auch in meinem privaten Leben in naher Zukunft stattfinden werden. Ich muss erwachsen werden und ich persönlich halte mich eigentlich für einen verhältnismäßig reifen Erwachsenen, denn im Gegensatz zu den ganzen Hatern, die mich immer auslachen, bin ich niemand von denen, der anderen Menschen Leid zufügt oder Leid zufügen möchte. Noch bin ich in der Art und Weise da, dass ich anderen Menschen Schaden zufüge. Was ich sagen möchte ist, dass man sich nicht gegenseitig fertig machen sollte. Das Leben ist hart genug, auch ohne dass ein Mensch auf einem anderen rumhackt. Vermutlich sehen 90% dieses Video mal wieder einfach nur als Bullshit
und schreiben mir einfach nur noch hässliche Kommentare rein. Aber selbst wenn alle das so machen und nur einer reinschreibt, was er wirklich denkt oder dass er wirklich anfängt, darüber nachzudenken, dann habe ich schon gewonnen. Was den Webvideopreis angeht, um das Video zum Ende zu bringen, ich selbst kann zum Webvideopreis nicht wirklich viel sagen. Ich habe den Webvideopreis dieses Jahr gar nicht verfolgt. Die letzten 2 Jahre habe ich eigentlich verhältnismäßig viel geschaut davon, habe ihn auch recht aktiv verfolgt. Muss aber dazu sagen, dass ich ihn dieses Jahr überhaupt nicht kommen habe sehen, weil ich wusste überhaupt nicht, wann er dieses Jahr ist. Dass er im Juni ist, wusste ich nicht. Oder war er jetzt Ende Mai? Ich weiß es gar nicht. Erzähl doch mal. Ich glaube, er war Ende Mai. Ich kann nicht sagen, was ich davon halte, oder ich kann nichts dazu sagen, was genau da Sache ist, weil ich ihn nicht verfolgt habe. Ich habe nur ein paar wenige Sachen von LeFloid und von ja, dem guten Mr. Trashpack mitbekommen. Gut, ich persönlich muss sagen, ich würde auch gerne mal am Videopreis teilnehmen, natürlich dann mit einem speziell dafür gemachten Video auch, aber ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Muss man sich dafür bewerben? Wird man automatisch nominiert von jemand anderem? Ich weiß es nicht. Mich persönlich würde es auf jeden Fall mal sehr interessieren, auch wie ich da abschneiden würde. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass mich solche Events mittlerweile immer weniger interessieren, auch wegen meinem Bekanntheitsgrad, weil ich mittlerweile versuchen möchte, das habe ich ja vorhin auch angesprochen, mein Privatleben immer weiter zurückzuschrauben. Ich möchte eigentlich nicht mehr auf Events gehen, zumindest möchte ich sie nicht mehr öffentlich besuchen. Wenn ich auf irgendein Event gehen würde, würde ich es weder ankündigen, noch würde ich es groß irgendwie filmen. Vielleicht gäbe es mal das eine oder andere, wo ich auch filme, aber im Großen und Ganzen, wenn ich irgendwo hingehe, gehe ich privat hin. Leider ist natürlich bei mir die Sache, wenn ich auf irgendein Event gehe, dass ich ohne Ankündigung trotzdem von vielen erkannt werde. Das ist halt leider wirklich ein Punkt, den man halt leider nicht ausschalten kann. Haltet zusammen, Leute, und helft aber niemals jemandem, einem anderen Menschen Leid zuzufügen, sondern versucht diesen Menschen eher vor diesem Leid zu beschützen. Das Leben hält genug für uns bereit. Oder um einen anderen Menschen zu zitieren, einen anderen YouTuber, die Welt ist böse. Passt auf euch auf.